Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Videobeitrag für die Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwält in Göppingen. Wie ihr sehen könnt, heute wieder aus meiner Mietwohnung. Allerdings soll es heute mal gar nicht ums Mietrecht gehen, sondern vielmehr um das Familienrecht und dort um den sogenannten volljährigen Unterhalt. Heute ein kurzes und knappes Video zum Thema volljährigen Unterhalt. Und zwar ist Anlass dieses Videos eine kürzlich durchgeführte Besprechung mit einem Mandanten von uns und da ging es um den Unterhaltsanspruch seiner Tochter. Und die ist eben gerade 17 Jahre alt und wird bald 18 und im Rahmen dessen fiel halt irgendwann dieser Satz von unserem Mandanten, ja, also wörtlich kriege ich es nicht mehr zusammen, aber sinngemäß war es was wie: Ja, bald ist sie ja endlich 18, dann hat dieses leidige Thema Unterhalt eh ein Ende. Da dachte ich, nein, das ist falsch, denn nur weil jemand 18 wird, heißt es nicht, dass er keinen Unterhaltsanspruch mehr hat. Der erlischt nicht automatisch mit Eintritt der Volljährigkeit, habe ich unserem Mandanten natürlich auch gleich gesagt. Dementsprechend war dann auch die Stimmung, aber ja, ich kann es verstehen, aber nützt ja nichts, es ist eben so. Und da dachte ich mir, lohnt es sich in jedem Fall, mal ein kurzes Video hochzuladen. Und zwar ist auch der volljährige Unterhalt an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt. Den gibt es nicht ohne weiteres. Die wichtigsten sind eben, dass das Kind sich zumindest in einer allgemeinen Schulausbildung befinden muss oder in einer Ausbildung oder studiert. Das heißt, wenn das Kind schon berufstätig ist, die Ausbildung vielleicht schon in der Tasche hat, dann gibt es auch keinen Unterhaltsanspruch mehr ab 18. Genau. Aber solange es eben noch keine berufsqualifizierende Ausbildung in der Tasche hat oder beziehungsweise noch keinen berufsqualifizierenden Abschluss, kann durchaus noch ein Unterhaltsanspruch gegeben sein. Klammer auf, man muss auch darauf achten, ist das Kind schon verheiratet oder nicht, denn dann kann man sich natürlich auch an den Ehemann wenden, was diesen Unterhaltsanspruch angeht. Klammer zu. So, der volljährige Unterhalt ist im BGB geregelt und dort im Paragraf 1610 Absatz 2, ich lese es wie immer kurz vor, dann ist es einfach ja, einfacher daran anzuknüpfen. Und zwar heißt es dort, der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf, bei einer der Erziehung bedürftigen Personen auch die Kosten der Erziehung. Darum soll es heute nicht gehen, um den letzteren Teil, sondern um den sogenannten volljährigen Unterhalt. Und hier kann man schon rauslesen, es sind geschuldet die Kosten oder der Unterhalt für eine angemessene Vorbildung zu einem Beruf. Da stellt sich natürlich die Frage, oder ich finde, sie drängt sich gar auf, was ist denn eine angemessene Vorbildung zu einem Beruf und vor allem, wer bestimmt denn das bitte, ob diese Ausbildung oder diese Vorbildung zu einem Beruf angemessen ist? Was ein Wort. Muss man unterscheiden zwischen ja, objektiven Kriterien und subjektiven Kriterien. Vielleicht zunächst zum objektiven Kriterium. Die Ausbildung oder der Studiengang muss generell dazu geeignet sein oder muss quasi zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führen. Denn Ziel ist es ja, das Kind in die Lage zu versetzen, sodass er sich später einmal eben selber seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Genau. Und zu den subjektiven Kriterien, da kommt es zum einen auf die Leistungsfähigkeit der Eltern an, was sind die überhaupt imstande zu zahlen, und aber auch auf die Neigungen des Kindes, also wo liegen denn die Interessen, da geht es sozusagen um die Persönlichkeit des Kindes, hat es gewisse Vorkenntnisse oder eben Interessengebiete oder auch bestimmte Begabungen. Und es ist eben nicht so, dass das jetzt die Eltern einseitig bestimmen können, das hört man ja manchmal leider, dass die Eltern versuchen, ihr Kind in eine bestimmte Richtung zu drängen schon und verlangen quasi vom Kind eine bestimmte Ausbildung zu absolvieren oder einen Studiengang auszuwählen, was dem Kind überhaupt nicht gefällt und vielleicht auch gar nicht liegt. Wer sagt, das interessiert sich dafür einfach nicht, dann können quasi die Eltern nicht damit kommen und sagen, dann gibt es auch keinen Unterhalt oder dann zahle ich dir nichts. Das muss quasi gemeinsam entschieden werden. Also im besten Fall setzt man sich mit den Eltern zusammen und einigt sich dann eben auf einen Studiengang, auf eine Ausbildung, sodass es danach hinten raus keine Probleme gibt. Und natürlich kommt auch die Frage auf, denn hier steht ja, der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf, einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf. Und da wird natürlich viel gestritten, ob jetzt der Unterhalt wirklich nur für eine Ausbildung geschuldet ist oder für einen Studiengang.
wie sieht es denn aus, wenn man beispielsweise die Ausbildung abbricht nach 2, 3 Monaten, weil man sich vertan hat sozusagen oder merkt, es liegt mir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Gebiet, es läuft ganz anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Oder wie sieht es aus in Fällen, wo jemand vielleicht erst eine Ausbildung macht und dann studiert? Da gibt es viele, viele Fragen, die sich da auftun in den konkreten Fällen. Jetzt gerade vielleicht zu dem Fall, wenn jetzt jemand eine Ausbildung abbricht. Man startet mit einer und merkt dann nach 2, 3 Monaten, das entspricht überhaupt nicht meinen Interessen. Ich habe es mir anders vorgestellt. Da dürfte in der Regel noch der Unterhaltsanspruch gegeben sein, dann auch für die 2. Ausbildung. Anders hingegen, wenn man die erste dann irgendwie, ich sag mal, ja, erfolgreich absolviert und dann auch schon vielleicht ins Berufsleben startet und dann 3 Jahre später merkt, das war es jetzt irgendwie doch nicht so ganz, ich möchte nochmal neu starten, da dürfte kein Unterhaltsanspruch mehr gegeben sein. Dann haben wir aber auch oft die Fälle, dass ein Kind eben zum Beispiel ein Abitur macht oder einen Realschulabschluss, eine Ausbildung beginnt, diese auch erfolgreich absolviert und dann noch ein Studium sozusagen draufsetzen möchte. Auch da kann man nicht sagen, dass es nicht geht, weil nach dem Motto so hier, Wortlaut, eine Ausbildung. Nein, man muss gucken oder die Rechtsprechung schaut danach oder die Voraussetzung dafür, dass auch in solchen Fällen der Unterhaltsanspruch weiter besteht, ist, dass beispielsweise zwischen der Lehre und dem Studium ein sachlicher und zeitlicher enger Zusammenhang besteht. Also wenn jetzt jemand eine Ausbildung macht, beispielsweise vielleicht zum Schreiner und dann sagt, hier, das war super nützlich für das anschließende Studium der Architektur, das kann ich nutzen, dann dürfte in diesen Fällen der vorjährigen Unterhalt in der Regel noch gegeben sein oder der Anspruch eben auf vorjährigen Unterhalt. Anders hingegen, wenn jetzt vielleicht jemand eine Ausbildung macht zur Tierarzthelferin und dann nach dieser Ausbildung sagt, jetzt möchte ich Architektur studieren, da kann man sich schon die Frage stellen, gibt es da einen Zusammenhang? Ich denke nicht. Falls ich falsch liege, schreibt es gerne in die Kommentare, aber man müsste es natürlich dementsprechend verargumentieren, dass man da eben auch einen sachlichen Zusammenhang hat. Es ist nicht gefordert, dass das eine das andere zwingend voraussetzt, dass man sagt, ich brauche die Ausbildung, um überhaupt diesen Studiengang machen zu können oder andersherum. Aber es muss in jedem Fall nützlich füreinander sein. Und eben dieser zeitliche Zusammenhang muss auch gegeben sein. Da wird es natürlich dann aber auch drauf ankommen, wenn man jetzt Lücken hat, warum die Lücken denn entstanden sind oder man nicht nahtlos übergehen konnte. Beispielsweise, wenn auf einem Studienfach ein NC drauf ist, Numerus Clausus, und man noch eben noch ja, ein Jahr beispielsweise warten muss, dann dürfte dennoch der Unterhaltsanspruch gegeben sein. Deswegen, es kommt hier immer ganz wichtig, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, auf alle Umstände des Einzelfalls an. Also da verbietet sich jegliche schematische Betrachtung, sodass man sagt, wenn A, dann B oder es gibt nur 2 Ausbildungsversuche und wenn da dann nichts gelingt, dann gibt es gar nichts mehr. Dem ist so nicht. Also da wird wirklich der konkrete Einzelfall angeschaut, die ganzen Umstände, warum, was, wie, wann und dann wird eben entschieden. Vielleicht noch wichtig zum Schluss, dem Kind wird auch eine gewisse Orientierungsphase zugesprochen, eben wenn es dann nach 3 Monaten merkt, es passt mir nicht. Oder auch wenn man vielleicht nicht direkt nach dem Abschluss, man hat das Abitur frisch in der Tasche und dann dauert es vielleicht noch, bis man eine Ausbildung überhaupt startet. Auch da dürfte der Unterhaltsanspruch durchgehend gegeben sein. Auch nach Ende des Studiums oder der Lehre, wenn man da nicht sofort einen Arbeitsplatz findet, hängt ja immer auch vom Arbeitsmarkt ab, dann wird auch da noch eine gewisse Überbrückungszeit sozusagen zugesprochen dem Kind. Dann vielleicht mal kurz, auf die Rechte sozusagen der Eltern eingeht oder auf was es auch da ankommt. Natürlich ist das Kind auch verpflichtet, diese Ausbildung oder das Studium zielstrebig fortzuführen und sozusagen, dass es zügig, zum Ende kommt sozusagen. Wenn jetzt ein Kind sich nicht zu den Prüfungen anmeldet, es geht nicht in die Vorlesungen, es betreibt sozusagen die Ausbildung nicht aktiv oder das Studium, dann dürfte auch recht schnell Schluss sein mit dem Unterhaltsanspruch. Also das muss man in jedem Fall beachten. Ein leichtes Versagen ist noch mit drin. Das heißt ja nicht, dass jemand sein Studium nicht zielstrebig betreibt oder seine Ausbildung, wenn man mal durch eine Prüfung rasselt.
Aber wie gesagt, wenn man beispielsweise nicht in die Vorlesung geht und es nicht betreibt, zielstrebig, dann ist da recht schnell Schluss eben mit dem Unterhaltsanspruch. Das sind so mal die groben Basics. Es waren jetzt viele Informationen, teilweise auch wild zusammengewürfelt. Ich hoffe, ja, man konnte mir folgen und dass euch das Thema gefallen hat, ihr dieses Thema volljährigen Unterhalt, ja, dass es euch interessiert, ihr vielleicht auch da was rausziehen konntet. Wenn ihr Fragen habt, gerne wie immer in die Kommentare oder über unser Kontaktformular oder ihr ruft einfach an, kommt vorbei, wie auch immer. Drückt gern die Glocke, abonniert unseren Kanal, sodass ihr keine Videos von uns verpasst. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.